Einen wunderschönen guten Tag zusammen heute zum Webinar Non-Farm Payrolls NFP Live Trading. Das Ganze natürlich mit unserem Dirk Hilger, aka Mr. Stereo Trader. Heute mal eine Stunde früher, nicht 14:15 Uhr, wie wir es sonst gewohnt sind, sondern mal um 13:15 Uhr, denn durch die Zeitverschiebung Amerika und hier bei uns in Europa ist das Ganze heute eine Stunde früher. Ja, das heißt, sowohl die Zahlen als auch die Eröffnung der US-Börse heute schon etwas eher. Ich bin gespannt, was die Zahlen machen, ja, was der Dirk vor allem daraus macht. Aber so wie ich den Chat hier sehe, bin ich nicht der Einzige, der Vorfreude hat. Ja, von daher springen wir mal direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Jedes Webinar bei FX Flat immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts davon als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Vollkommen egal, was der Dirk handeln sollte, analysiert, erklärt, interpretiert vielleicht auch in die Zahlen, man weiß es nicht. Dem Dirk ist alles zuzutrauen. Von daher, das ist wichtig, vorweg zu sagen, immer die eigenen Entscheidungen treffen. Ja, dann würde ich jetzt sagen, Mr. Stereo Trader, Stage is yours. Ich wünsche ganz viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Na, wenn was sein Na. sollte, du weißt ja, ich bin da und halt Händchen. Na, ich gebe Sicherheit. Nach Das ist der auch die. Introduction, da kann So. ich ja nur noch failen. Ach, nix da fehlen. Wir stehen alle hinter dir. Keine Ja, Sorge. genau. Ja. Wenn ich umfalle, ne, Nein, 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 nein. Wir halten dich. damit ich nicht mit dem Hinterkopf auf den Beton aufschlage, das ist gut, wenn ihr alle hinter mir steht, das finde ich schön. So, dann sage ich auch von meiner steilen Stelle, hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP, so wahrscheinlich Live-Trading, wenn der Markt es denn so will. Bin ja gerade schon vorgestellt worden. Ich glaube, man muss sich auch nicht, freue mich natürlich auch, dass hier super viel wieder los ist. Und das ist natürlich erstmal gut. Und das ist natürlich immer so ein bisschen Herausforderung hier zu den NFPs, dann eben auch ein Live-Trading hinzubekommen. Das ist klar. Und wie auch der Florian gerade schon gesagt hat, bitte nicht einfach nachmachen. Ne? Also ich weiß, beim letzten Mal, das war ja wirklich, also die beim letzten Mal dabei gewesen sind, die haben wahrscheinlich genauso gestaunt wie ich, weil das letzte Mal war es wirklich sehr einfach. Und das waren irgendwie in 10 Sekunden, irgendwie ist der Markt dann 200 Punkte abgerauscht und irgendwie mit 10 Kontrakten hat sich das natürlich dann auch gelohnt. Ich glaube allerdings nicht, dass das heute so einfach wird. Also ich habe auch vorhin schon in der Gruppe so ein bisschen mitgelesen, in den Kommentaren ja auch, so von wegen Fallhöhe und so weiter. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken, ehrlich gesagt. Ich muss heute auf die kleine Kamera, weil in Anbetracht des Chatdecks hat es für mehr visuelle Vorbereitung nicht gereicht. Sag hier unten aus der kleinen Ecke Hallo. Weil ich fürchte fast, das wird nicht ganz so einfach heute. Also, weil der Markt steht, glaube ich, noch nicht wirklich hoch genug dafür. Und es könnte so ein ziemliches Hin und Her noch werden. Also, ich mache auch nur den DAU, der DAX bleibt mal außen vor. Der hat mich vorhin auch geärgert. Allerdings eher versehentlich, weil ich hatte hier eine Order vergessen und dann irgendwie habe ich gedacht, naja, komm, die skalierst du mal schnell raus. Und zack, waren dann halt irgendwie 500 € weg. Das fand ich halt nicht so lustig, aber ist jetzt halt auch nicht mehr zu ändern. Aber das ist natürlich nicht der Grund, sondern der Grund ist ja halt vielmehr der, dass natürlich die NFPs sind US-News und entsprechend konzentrieren wir uns natürlich dann auch auf den US-Markt. Ich fange hier nochmal an, wie immer mit dem Daily und habe da auch im Blog was schon dazu geschrieben, das bis jetzt auch soweit passt, aber mir fehlt noch ein Stück. Also ich habe halt im Blog geschrieben, der schließt hier so deutlich auf der 988. Also sind bei mir halt alles immer Trigger-Levels. Und das heißt, hätte er drunter geschlossen, wäre es ein Short-Signal, schließt er aber genau drauf, ist es nichts. So, und ich habe auch gesagt, das könnte dazu führen, dass wir halt von hier aus direkt nochmal hochlaufen und zwar direkt hier oben in diesen Bereich nochmal rein, also über die 300. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass der Markt erstmal hochschießt und dann halt wieder runterkommt. Ja, also, dass der hier direkt fällt, ich meine, möglich ist es natürlich, ja, aber es ist für mich gar nicht eindeutig, überhaupt nicht. Also generell hätte ich den Markt halt schon gerne hier unten, ja, also in dem Bereich, hier unten rein, da mal so richtig deutlich runter. Nachdem das auch hier, also die Ansage hat auch gepasst zum Zinssatzentscheid von vorgestern, habe ich halt auch gesagt, eigentlich ist da unten 32.191, 32.136, da muss der eigentlich mal hin.
da ist irgendwie, der Markt ruft geradezu nach der Stelle. Und das hat auch dann wunderbar gepasst mit dem Zinssatzentscheid, den konnte man schön shorten. 700, 800 Punkte runter, kein Problem. So. Aber wir laufen jetzt so sauber da rein zurück. Ja. Jetzt könnte man ja denken, ja gut, der guckt sich das nochmal von unten an und fällt runter. Das kann sein. Das kann sein. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, das ist noch nicht irgendwie, das reicht irgendwie alles noch nicht. Also das heißt, ich fürchte fast, ja, dass wir eine Bewegung kriegen. Also im Daily jetzt hier wohlgemerkt, das ist natürlich erstmal natürlich relativ grob. Aber dass wir eine Bewegung kriegen, die erstmal darauf geht und dann halt vielleicht später wieder darunter. Oder dann auch nur von da hier hin zurück und dass wir uns hier oben wieder irgendwo einstrauchen. Das kann sein. Ja, also das heißt, hier gibt es ein paar Optionen zu viel, die sich gerade handeln lassen. Und die einfachste wäre natürlich jetzt hier, ja, wir fallen von hier aus runter, nachdem man den ganzen Morgen geklettert ist. Eigentlich wäre das auch das normale Behavior eigentlich vom Markt, also vor den News irgendwie rauf. Mit relativ schwachem Volumen und dann zu den News dann halt eben runter geballert. Ja. Das ist eigentlich relativ normal. So wird es halt oft aufgebaut, wenn News halt kommen. Und von daher ist die Denke natürlich erlaubt. Aber wie gesagt, ihr merkt, ich bin wahnsinnig skeptisch. Also es geht natürlich überhaupt nicht darum, weil das letzte Mal irgendwie so gut war oder jetzt auch zu den am Dienstag so gut nach dem Motto, ja, das will ich mir jetzt nicht versauen. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Ansatz. Aber wie gesagt, mir ist das zu einfach. Und es gibt ja so eine Regel, die dann auch sagt, wenn etwas zu einfach aussieht, sieht es eben oft nicht nur so aus. Und das könnte halt eben hier zum Tragen kommen. Das heißt, ich würde tatsächlich jetzt hier nicht unbedingt wie beim letzten Mal direkt davor eine Order platzieren, irgendwie in die Short-Richtung. Also beim letzten Mal habe ich ja gesagt, nur Short, nicht Long, auf keinen Fall. Weil, habe das ja auch begründet, das muss ich jetzt auch nicht alles wiederholen, das kann man sich ja auch angucken, wenn man möchte. Aber diesmal eben nicht. Ne? Das heißt, wenn man hier ein Bracket setzen will, könnte man natürlich jetzt hingehen und könnte sagen, gut, ich mache ein Bracket Long und Short. Aber wenn der Markt an so einer Stelle halt startet, die so ein bisschen unentschieden ist, könnte das auch zweimal in die Hose gehen. Ne? Also das ist leider echt nicht einfach. Also hier jetzt mal die Stunde. Damit man es hier halt auch mal sieht. Und da sieht man halt zum Beispiel jetzt auch schon relativ deutlich, also hier hat der Markt halt angefangen heute Nacht, ja, mit einem kleinen Downgap. Das finde ich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig wichtig, könnte man aber trotzdem auch mal einzeichnen, weil das ja immer gerne eine Stelle ist, die der Markt sich mal zuerst anguckt oder am liebsten anguckt. Das kann ich hier gerade mal machen. Grün ist natürlich falsch, Gaps sind bei mir immer in Gelb gehalten. Oh, ich habe wahnsinnig Hunger. Das ist irgendwie auch nicht gut, ne? Vielleicht soll ich mir irgendwie eine Banane noch irgendwo holen, bevor man hier gleich meinen Magen krummeln irgendwie hört. So, also hier ein Gap an der Stelle. Das kann ich auch gerade mal freigeben, damit man das mal sieht, bei denen, die das Live-Chart-Add-ons haben. Das heißt, wir sind hier über die Hochs drüber. Ja? Hier an dem zweiten Hoch jetzt irgendwie erstmal gescheitert. Aber generell haben wir hier eine Aufwärtstendenz. Die ist eigentlich unübersehbar. Und das ist auch nicht so. Würden wir jetzt da oben irgendwie mit kleinen Kerzen, so wie hier, da an irgend so einem Hoch rumzackern, dann würde ich sagen, ja gut, da gehst du da drunter, gehst du short, das sollte eigentlich passen. Aber wir machen hier nichts anderes, als irgendwie die Aufwärtsbewegung gerade nochmal antesten. Und von daher ist das nie, kein guter Ausgangspunkt für weiter short, finde ich. Ne? Klar kann das Ding weiter runter, aber die Kerze ist schon relativ lang. Ne? So. Das heißt, also wenn man sich jetzt mal auf der Stunde das Ganze anguckt, wäre denkbar, dass wir tatsächlich von hier da rauflaufen, irgendwo über die 300 da oben, hier irgendwo Anschluss suchen und vielleicht auch noch sogar ein Stück höher hier oben. Da ist natürlich schon relativ deutlich halt hier diese Lows an der Stelle, ja, die man natürlich dann auch vielleicht nicht ganz außer Acht lassen sollte. Lachen, Sprachfehler. So, das heißt, ne, sogar das wäre möglich, ja. Deswegen schawiere ich heute. So, die Birgit findet es lustig. Birgit, lass uns doch auch mal lachen. Was war so komisch? Habe ich irgendwas Schräges gesagt aus Versehen? Oder einfach nur schräg aus der Wäsche geguckt?
So, das heißt, das wäre denkbar, ne? Weil er auch hier gerade so runterdrückt. Ne? Aber wie gesagt, ist keine Garantie. Aber man sollte sich nicht wundern, wenn es so kommt. So, und die andere Variante wäre jetzt natürlich klar, dass wir hier ein bisschen rumzackern und ab da halt irgendwo dann runter Richtung Gap erstmal rauschen. Also an diese Stelle. Das sind momentan leider so die Varianten, die wir haben, die man auch, wie ich finde, nicht besser darstellen kann. Es gab ja auch so irgendwie die Diskussion in den letzten Tagen, weil ich ja immer wieder gesagt habe, Charts machen News, ja, und wie das denn halt zu verstehen ist. Da hat auch der Heiko heute, habe ich eben gesehen, auch noch was dazu geschrieben. Es geht dabei gar nicht um Trends. Also wenn ich behaupte, Charts machen News, weil ich mache das hier mit den NFPs ja jetzt irgendwie schon 6 Jahre oder so, immer live und fast immer auch Live-Trading und sehr, 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 sehr oft, also weit mehr als 50% der Fälle geht es ja auch auf. Ich rede da eigentlich nie von Trends, ja, so, weil da kam ja halt auch die Frage, ja, so, wenn diesen, das, jenes, dann läuft er weiter im Trend. Und dann ist die Frage, welche Zeiteinheit dann halt eben die entscheidende dann halt ist. So sehe ich das gar nicht. Ich sehe das eigentlich immer eher so, wenn News kommen und der Markt hat zum Beispiel halt Levels vergessen, ja, ich bezeichne immer gerne mal irgendwie Bewegungen dahingehend, dass ich ja sagen, ja, hier ist was vergessen worden. Das ist damit eigentlich gemeint, dass zum Beispiel so dieser typische Ansatz von mir, dass nämlich Widerstand zu Support wird, Support wird zu Widerstand, wie zum Beispiel hier oben. Ja. Hier oben haben wir Support gehabt, der ist einfach verkauft worden und er ist nicht rückgetestet worden. Das ist ein vergessenes Level. So, und das würde bedeuten, wenn die News das jetzt ausnutzt und der Markt da oben hinläuft, ja, dann wäre das ist, dann meinte ich damit halt zum Beispiel, dass halt eben die Chance oder die Gelegenheit genutzt wird von dem geringen Volumen, dass der Markt sich relativ schnell da oben hinschießen kann. Und halt eben das, was da halt vergessen wurde, in Anführungszeichen, dann halt eben relativ schnell nachgeholt werden kann. Und manchmal sieht man sowas sehr, sehr, sehr deutlich, dass halt solche vergessenen Levels da sind. Und die suche ich mir dann halt raus bei den News. Ein anderes vergessenes Level, also jetzt hier was wesentlich weiter entfernt ist, ist allerdings die 30.800. Da reden wir über 1.300 Punkte runter. Möglich ist alles, ja. Aber das wäre halt eben das Ding auf der Unterseite. Und ich habe ja auch gesagt, vorgestern eben auch schon in meinem Blog oder gestern im Blog, dass ich gesagt habe, so, das ist die generelle Richtung, die 30.800. Und jetzt bleibt halt die Frage, machen wir das an einem Stück oder bleibt das zu dem NFP-Tag eben offen? Und ist es eben auch nicht klar, was kommt zuerst? Ne? Also das habe ich tatsächlich gestern schon geschrieben und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass wir da halt auch relativ zügig hinlaufen. Aber es ist natürlich eben die Frage des Umwegs. Und das ist eben gemeint mit Charts machen News. Oft ist es eindeutig, heute ist es das nicht, muss man leider ganz klar sagen. So, das heißt, ich behalte jetzt mal diese beiden Levels hier im Auge. Sollte er sich irgendwie nach oben aufmachen, würde ich dann tatsächlich vielleicht sogar versuchen, long mitzugehen bei der ganzen Geschichte. Die hier ist dann erstmal falsch. Und in der Hoffnung, dass ich halt den richtigen finde. Ja. So, das heißt, wir haben noch 2 Minuten und wird es auch mit einer wesentlich kleineren Size machen als beim letzten Mal und auch mit einem anderen Stop erstmal. Und dann halt mal sehen, ob da irgendwas funktioniert. Das heißt, jetzt zum Start erstmal gar nichts, aber ne, ich habe so ein bisschen, es ist wie gesagt nur eine Vermutung, bitte jetzt nicht einfach drauf bauen, ja, dass das, was ich ja vorhin gezeichnet habe, nicht so ganz falsch ist, ja. So, wir werden es gleich sehen. Ich mache auch hier mal irgendwie mein Team mal aus und falle, dass ich eine Stop-Order halt setze. So, das heißt, der Markt wird gerade ziemlich dünn. Und wenn es raufgehen sollte, nochmal ganz klar Konjunktiv, dann wird das wahrscheinlich nicht ganz so schnell gehen, wie wenn es short läuft. So, wir haben noch ein paar Sekunden. Das heißt, es ist dann heute auch leider nicht ganz so sicher, ob es hier einen Trade geben wird, der dann passt. Hier fehlt aber noch was. Habe ich den vorhin vergessen? Irgendwie. Muss ich gleich mal gucken. So, ein paar Sekunden. Ich halte mich mal gerade mit meinem Monolog etwas zurück. Weil er drückt auch gerade da irgendwie da unten rum. Wie gesagt, ich bin ja einmal ein Freund davon zu sagen, das kann man so machen.
weil das ist irgendwie relativ naheliegend. So, mal gucken, wo will er hin? Also tatsächlich die direkte Richtung runter. Erstmal, ne? Ans Gap. So, mich würde nicht wundern, wenn das Ding komplett umtreten. Das meinte ich eben, ne? Wenn man irgendwie in zwei Richtungen geht, Long und Short, klar, wenn man den jetzt irgendwie direkt rausgenommen hat, kein Problem, ne? Aber beim letzten Mal war es einfach nur ein Strich nach unten und da war der Fall erledigt. Mal gucken. Ich lasse mal 1 Minute rumgehen. Und dann mal sehen, ob man hier irgendwo reinkommt. Und meine Tendenz ist tatsächlich immer noch long, ne, weil es halt unten schon sehr, sehr stark reagiert hat gerade. Aber muss erstmal nichts heißen, ne? Also, das heißt, wir sind auch schon fast wieder auf Anfang zurück, ne? Das heißt, es gab ja tatsächlich jetzt irgendwie nur so einen kleinen Ausfallschritt nach unten. Hier mal der M5, sieht man es ein bisschen deutlicher. Das hat einmal hier ich weiß jetzt gar nicht, warum das Gap hier nicht eingezeichnet ist automatisch. Da muss ich nachher mal gucken im Live-Chart. Aber letzten Endes war ja hier das Gap. Ich versuche es mal hier kurz manuell nachzuzeichnen, damit wir zumindest mal halt hier einen Überblick haben. So, das heißt, irgendwo an der Stelle müsste es eigentlich sein, ne? So, irgendwo um den Dreh rum. Mache ich auch mal kurz gelb. So. Das heißt, da steckt es momentan jetzt nur drin und jetzt bin ich mal gespannt, ob das ganze Ding sich so hält oder ob wir nicht, was haben wir, 32, 2,5 Minuten sind um, ob der M5 nicht nochmal komplett umdrehen will. Also hier jetzt irgendwo eine Position einfach zu öffnen, ist natürlich auch nicht so wahnsinnig einfach, ne, weil mir fehlt hier so ein vernünftiger Ansatzpunkt, dass hier der M1, um den halt greifen zu können. Und man sieht natürlich im Orderbuch jetzt erstmal nichts, ne? Das heißt, das ist jetzt alles erstmal nur ein Chaos, aber man sieht, es drückt gerade nach oben. Und wie gesagt, der M5 könnte komplett umdrehen. Ich vielleicht hier doch nicht so viel zögern sollen, sondern einfach mal eine Runde drücken. Aber trotzdem, mir fehlt hier so ein bisschen der ein vernünftiger Entry, um da reinzukommen, ohne dass mir direkt alles um die Ohren fliegt. Also man könnte jetzt vielleicht versuchen, hier am Point of Control. Jetzt kann ich allerdings natürlich die Orderart wieder umstellen auf MIT. MIT, also halt, dass die Limit Pullback funktioniert. Zwar hier nur mit 5 Punkten eingestellt, aber das könnte bitte nicht nachmachen, ja? Könnte, muss nicht. Na komm, schnappen dir. Na, weil falls er ganz durchrutscht, hätte ich tatsächlich. Ach, was war das denn wieder? Was habe ich denn da wieder eingestellt? Ah, der Trail, okay. Zu schnell rausgetrailt. So, das heißt, ich würde mal versuchen, bitte wirklich nicht nachmachen. Es ist nicht klar dieses Mal, ja. Ich würde mal versuchen, jetzt hier zum Ende von den 5 Minuten gucken, ob er da oben rausgeht oder ob er tatsächlich das Ding hier nach unten fortsetzen will. Das sind jetzt irgendwie 50 Punkte Stop-Loss. Stopp, sag mal, ich habe heute wirklich einen Sprachfehler. Viel mehr würde ich da auch erstmal gar nicht machen wollen. Das Tief will ich natürlich nicht nochmal sehen. Aber hier am Point of Control, das heißt, da, wo es die Lage so ein bisschen beruhigt hat, deswegen bin ich da jetzt erstmal rein, ne, aber das heißt, hier konzentriert sich zumindest mal ein bisschen Volumen. Da ist die Gefahr nicht so groß, dass wir direkt da auf die Mütze kriegen, beziehungsweise ich, weil sonst macht den Trade ja keiner. Und mal sehen, ob wir jetzt zum Ende in den 5 Minuten, ob wir da oben rauskommen oder eben nicht. Wenn nicht, das heißt, ich hätte die gerne natürlich in grün, beziehungsweise bei mir in weiß. Und ansonsten würde ich natürlich dann auch nochmal überlegen, ob ich das so lasse oder nicht, ne? So, das heißt, ist hier nicht passiert.
Zweiter Anlauf. So, ich sichere den jetzt erstmal ab, weil wir jetzt hier auch über das Hoch im M1 nochmal drüber gehen. Und mal sehen, ob wir es jetzt vielleicht einen zweiten Anlauf da oben raus schaffen und dann den M15 komplett nach oben weggedreht kriegen. Ja. Also das heißt erstmal, ne, wenn es jetzt hier jetzt um Scalping geht, das sind 40 Punkte, kann man mitnehmen. Ja. Also das ist ja nicht nix. Und ich würde aber mal versuchen, ob man das Ding, ob wir es nicht wirklich komplett da oben rauskriegen. Und deswegen lasse ich den jetzt erstmal hier in Ruhe. Das heißt, ich ziehe den Stop jetzt erstmal manuell ein Stück weit hinterher. Weil das wäre natürlich, wenn er es machen sollte, schon eine nette Strecke da oben raus. Ne? Das heißt, ab hier sind es irgendwie nochmal 150 Punkte Minimum, die der da abreißen kann. So. Hier der M15. Na, da lag ich ja gar nicht so falsch, ne? Mit meiner Annahme, dass das nicht so einfach wird und nicht einfach nur nach unten wegkippt. So, guck. Ist doch fein. Einfach manuell jetzt erstmal den Stop hinterher. So, man kann auch irgendwie, ich habe jetzt hier eine kleine Position, ne? Aber trotzdem, wenn man den größer gemacht hat, hier mal die Hälfte raus. So, und dann das Ding einfach manuell jetzt erstmal den Stop verfolgen, beziehungsweise den Kurs verfolgen. Auf die 300 irgendwas wollte ich, ne? Hier oben auf im Daily sieht man es, 332, das wäre das Daily Level. Da könnte man dann, wenn er dann irgendwie Lust hat, das tatsächlich zu machen, da hier oben erstmal dann halt einen Trail aktivieren. Mit ein paar Punkten Luft dahinter. TA12 Trail. Und dann mal sehen, ob das Ding funktioniert. Das heißt aber auf der anderen Seite, ne, also ich kann jetzt auch hier rausfliegen, was ja dann auch völlig okay ist. Ne? So, weil das ist ja jetzt nicht gerade irgendwie wenig, was wir hier an Punkten gerade irgendwie mitziehen. So, und der kann natürlich auch nochmal runter, ne, weil es natürlich die langsamen kommen, so, hey, der geht ja long. Und dann halt erstmal halt hier die. Mit den größeren Positionen, also nicht wie ich jetzt heute, aber halt, ne, da erstmal sagen, ey, drück mal auf Pause und setz mal nochmal neu an. Ne? Das wäre ja völlig okay. Kann auch hier jetzt erstmal unter die Minutenkerze den Stop mal ziehen. Nur viel zu viel würde ich jetzt hier auch nicht mehr nachgeben. Ne? Das heißt, also nicht mehr hergeben von dem Ding. Weil der müsste schon, wenn er das richtig ordentlich machen will, schon ordentlich da oben durchballern. Ja? Und jetzt hier nicht so lange rumzackern. Jetzt hier nochmal Point of Control, der sich auch gerade verschoben hat. Ja, das ist natürlich auch der Riesenvorteil, wenn man die Futures eben drin hat und nicht nur CFD handelt. Man hat halt einfach die wesentlich bessere Information, ja, weil Volumen ist ja keine Indikation, sondern es ist ja ganz klar eine Information. Ja, und das heißt, hier sehe ich jetzt, okay, da kommt gerade das meiste Volumen auf. Und das heißt, da brauche ich auch nicht meinen Stop irgendwie 5 Punkte davor zu stellen, weil da kommt ja garantiert hin. Ja. Die Frage ist jetzt nur, was passiert an der Stelle mit dem Volumen, das sich hier sammelt, drückt es weiter nach oben oder knallt es runter. Ne? Aber ein Stop zum Beispiel hat hier irgendwie 5 Punkte vor einem Point of Control, dann kann man auch irgendwie gleich das Fenster aufmachen und das Geld rauswerfen. Ne? Weil das bringt nichts. Und das sind genau die Sachen, die fehlen halt einfach ohne echtes Volumen. So, das heißt, ich würde jetzt aber hier, nachdem er das jetzt hier geholt hat, nicht davor, nachdem er es jetzt geholt hat, hier den Point of Control, sichere ich mich hier jetzt ein bisschen enger ab. Ja, das heißt, nochmal muss er eigentlich nicht dahin. Eigentlich, ja. So, das heißt, kann man auch hier relativ genau draufsetzen und dann halt mal sehen. Und wenn er entweder macht das jetzt oder halt nicht. Ne? So, vielleicht setzen wir nochmal eine Runde tiefer an, aber ich lasse den jetzt nicht nochmal 50 Punkte gegen mich laufen. Okay. So, Trade ist raus, soweit. Und Moment, gerade mal irgendwie eine Sekunde. Kurz hier Pausebildchen. Und gucken, ob ich hier alles richtig eingestellt habe. Ja, boah, sieht soweit gut aus. Und Intraday. War auch, glaube ich, hier im DAO sowieso der einzige. Ah ne, das waren zwei. Oh, Moment. Ne, also hier war jetzt gerade irgendwie der Trade. Der jetzt hier raus ist. Und das war doch recht ordentlich, ne? Weil ob der Markt das jetzt halt hier weiter in einem Stück nach oben schießt oder ob die Kasse das nachher macht, das weiß ich natürlich nicht, ne? Aber das war auf jeden Fall doch sehr, sehr, sehr ordentlich gerade, ne? Und auch, glaube ich, gar nicht so doof hier abgefangen am Point of Control. Also das ist halt wirklich, glaube ich, jetzt war auch wirklich gutes Beispiel mal dafür, was dann ja doch den Unterschied von reinen CFDs und eben dem Future oder halt
CFDs kombiniert mit dem Future halt eben ausmacht, ne? Weil hier unten den Entry am Point of Control, der vorher hier unten war, man sieht auch hier noch die Ausprägung, ne? Das heißt, hier war das Volumen vorhin halt am größten und jetzt hier oben eben am größten und dort dann halt jetzt den Stop. Das heißt, hier kann der sich jetzt erstmal einpendeln, ja. Und das heißt, das Volumen, das er noch hier gesammelt hat, der Point of Control gibt ja keine Auskunft darüber, ob es runter oder rauf drückt, das ist halt klar. Gibt nur Auskunft darüber, wo der Markt in der Regel nicht so einfach wegkommt, ja, oder wo er halt andersrum auch ausgedrückt, wo der Markt sehr, sehr wahrscheinlich eben auch nochmal hinläuft, ne? Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, setz mal den Stop hier drüber, bevor er das getestet hat. Kann ich auch gleich zumachen, weil er wird es testen. Die Chance ist einfach, gerade bei News ist die extrem hoch, ja. Und eben auch hier für den Entry war das vorhin halt auch recht sauber. Ist übrigens FX Flat absolut prädestiniert dafür, weil bei FX Flat kriegt man halt nicht nur ein CFD-Konto, sondern halt auch die Futures. Und das heißt, dort kann man dann solche Geschichten machen wie hier, wie ich das mache, mit Orderbuch, mit Volumen gemappt auf den CFD. Weil ich habe letztens auch noch irgendwie in einer anderen Gruppe irgendwo gelesen, wo jemand meinte, ja, StairTrader hast ja auch nur CFD, Tickvolumen und so weiter. Also es ist interessant, dass es halt tatsächlich so vielen immer noch nicht bekannt ist und vielleicht auch dem einen oder anderen StairTrader-User nicht. Also nochmal generell, Futures abonnieren auf dem CFD-Konto beziehungsweise auf dem Konto bei FX Flat, dann hier ins Setup und dann bei Symbol stellt man hier als Volumenquelle Volume Source. Dort stellt man einfach dann halt den YM ein, also jetzt hier beim DAO, ne? Das heißt, da habe ich dann halt den DAO Future dann zugrunde liegen und der, und das heißt, der StairTrader geht dann hin und nimmt sich vom Future das Orderbuch, rechnet das auf den CFD um und nimmt sich das Volumen im Hintergrund und rechnet das halt auch entsprechend auf den CFD um. Ne? Das heißt, das ist halt ein Riesen-Edge einfach gegenüber von jetzt irgendwie normalen CFD-Konto und den man nicht einfach so verschenken sollte, finde ich. Ne? Also hier unten werden wir jetzt auch nochmal sehen, jetzt haben wir hier die Value Area des Low. Das heißt, wenn man hier weiter long möchte, ja, also keine Empfehlung, aber dann wäre hier in dem Bereich jetzt ganz klar die nächste Chance, ja. Nicht etwa, weil hier, da muss ich immer wieder schmunzeln, der EMA 200 im M5 liegt, der ist völlig Wumpe, ja. Sondern das ist, der liegt natürlich jetzt irgendwie, oder was heißt natürlich, der liegt jetzt durch Zufall da, aber man sieht ja gerade, wird auch erstmal gar nicht angehandelt. Hier unten wird das Volumen dünn. Das heißt, wir haben hier 70% in der Glocke. Ich mache das mal ein bisschen deutlicher. In der Glocke, hier ist 70% des Volumens in dem Bereich, der hier angezeigt ist, mit der blauen Glocke. Von dem, was heute gehandelt wurde. Das heißt, dort konzentriert der Markt sich zuerst mal. Ja. Und wenn jetzt nicht irgendwie was monströs Großes hinterherkommt, wird er sich da halt einpendeln. Und ein Trend, ein Long-Trend, rein volumentechnisch, entsteht dann, wenn wir über das VAH, also über die Value Area High, über die 70% hinauskommen, das Volumen nach oben drückt, dann entsteht auch volumentechnisch ein Long-Trend. Und daran kann man zum Beispiel auch identifizieren, ja, wenn man jetzt so einen Anstieg hat, einen volumenlosen Anstieg, würde man einfach dadurch erkennen, dass der Markt sich hier so langsam hier oben aus der VAH raus, über das VAH rausdrückt, ja, so irgendwie, aber die Value Area ändert sich nicht, ja, und dann weiß man eigentlich ganz genau, okay, das wird nichts, ja, der Anstieg wird nichts. Und dann brauche ich mir nur irgendwo unten drunter einen Stop zu setzen, Stop Short und warte, bis der Markt wieder in sich zusammenfällt. Ja, weil das Volumen da oben einfach nicht ausreicht, um die Value Area zu erweitern. Also kann man zum Beispiel halt solche Anstiege ohne Volumen oder natürlich halt auch umgekehrt so nachlaufende Lows, ja, die halt irgendwann wieder mit Schmackes zurückgekauft werden, relativ leicht identifizieren. Ja. Das nur mal am Rande, weil es gibt ja solche Regeln, so Volumen ohne Anstieg steigt nicht und wie man das halt eben dann halt machen kann. So, also, wer war long dabei und hatte die gleiche Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe ja sehr, sehr ausdrücklich gewarnt, aber es hatte auch seinen Grund, ne? So, waren ja dann doch einige dabei. Schön. 150 Punkte. War ja dabei. 80 Punkte, 15 Punkte, 90 Punkte. Ja, schön.
nutzen alle Warnungen nichts, ne, wie ich sehe, aber ich interpretiere das mal so, dass wenn ich das erkläre und dann der andere auch noch 35 Punkte, 45 Punkte, dann auch sagt, ja, das macht schon Sinn, ich kombiniere das mal mit meiner eigenen Long-Idee. Sehr schön. Nur Florian einverstanden. Der Heiko schon, ah, der Heiko ist auch da, schön. Du hast gesagt, das soll keiner nachmachen. Was die Leute da Ja. machen, ist deren Sache, ne? Ja. Nein, aber ich meine, das ist, ich weiß, dass das immer verlockend ist. Kann natürlich, ich meine, müssen wir nicht drüber reden, ja. Es gibt ja keine Garantie. Es gibt nur eben plausible Bewegungen, ne? Und das ist, also ich sehe mich halt schon noch so ein bisschen in dem bestätigt, was ich vorhin gesagt habe. Also auch hier nochmal zurück, ja. Mit der Annahme, dass das wird nicht einfach, das wird nicht einfach runterkippen, weil, und das könnte jetzt einfach kommen, ne? Man sieht ja auch hier, das bahnt sich ja auch schon so ein bisschen an. Jetzt ist natürlich der Stich darunter, der war ein bisschen tiefer als gedacht, das macht ja erstmal gar nichts, ja? Das ist ja erstmal völlig wurscht. Aber, dass das hier oben, dass wir da halt, weil wir sehen ja, hier wird es ja echt dünn, ja? Das will ja keiner mehr da unten irgendwie verkaufen, jetzt erstmal gerade. So, und das könnte eben dazu führen, dass jetzt eben das dünne Volumen dazu genutzt wird, dass wir einmal da oben rauslaufen und genau dieses Ding da oben abholen und dann halt eben da runterfallen. Dass wir da oben weiterlaufen, halte ich für relativ unwahrscheinlich erstmal, auch wenn der Markt sich hier unten ganz gut stabilisiert. Aber weil wir halt generell auf der Unterseite sehr, sehr viel vergessen haben, in Anführungszeichen, also genau die Dinger, ja, so wie wir es jetzt hier in Rot haben. Das heißt also, wo der Markt halt eben sich Support gebildet hat und einfach durchfällt. Ja, das macht er in der Regel nicht. In der Regel läuft er dann halt zurück und entbaut sich dann halt einen Trend in der neuen Richtung zusammen. Und davon haben wir auf der Unterseite eben ganz viel, die halt auch vergessen wurden. So, das kann natürlich auch noch eine Zeit lang liegen bleiben da unten. Aber News werden gerne dazu genutzt, um genau solche Sachen zu beschleunigen. Und wie gesagt, das und nur das ist damit gemeint, wenn ich sage, der Charts machen News und nicht umgekehrt und nicht Trends oder sonstige Geschichten halt, ja. Aber nur das ist mein Ansatz immer dabei. Und ich habe natürlich halt so ein paar Indikationen, die ich mit dazu nehme, halt auch zu den Überlegungen. Ganz simpel ist es tatsächlich meistens der SMA 20 im Daily, ja, der mir dann meistens sagt, na, eher runter oder eher rauf. Also relativ simpel, ja, vom Ansatz her. Ich staune hier nur gerade, wie leicht das jetzt hier wieder rauf geht. Ne, aber wo ich vorhin halt auch sagte, jetzt gerade, wenn man also Long sucht, hier, da, dem Bereich, ne, und eben nicht jetzt hier, was weiß ich, so ein EMA oder sonst irgendwas. Und weil hier unten wird es dünn, VAL, also wenn dann in dem Bereich, das heißt, hier hätte man nochmal Long gehen können, habe ich ja auch erklärt. Aber für mich ist das jetzt erstmal soweit okay vom Ergebnis. Und ich würde dann wahrscheinlich die Kasse abwarten. Also wir haben zwar noch 10 Minuten, ne? Das heißt, der kann schon noch deutlich jetzt da oben rausballern. Nur hier oben ins Long gehen ist natürlich, das ist natürlich Quatsch. Ja? Also wenn, dann hätte man es schon hier unten so, ne, wie ich es vorhin beschrieben habe, in dem Bereich von VAL hier unten dann halt machen müssen. Und dann hat man auch ein überschaubares Risiko hier auf der Seite. Und das dann halt maximal meine Begriffe hier unten dann halt irgendwo gewesen wäre. Ne? Also eigentlich gar nicht mal nochmal bis zum Gap oder so brauche eigentlich gar nicht. Aber selbst wenn, ist es natürlich ja überschaubar hier generell vom Risiko her halt. Ne? Und hier oben habe ich das jetzt halt nicht mehr. Weil wenn ich den jetzt handeln will und dann muss ich meinen gesamten Risikobereich, muss ich ja dann halt logischerweise, ups, mal irgendwie so, dass man auch noch was erkennen kann, muss ich ja meinen gesamten Risikobereich ist ja eigentlich dann bis hierher. Ne? Das ist natürlich dann ein bisschen viel. Klar, weil man jetzt sagt, na gut, der geht ja sowieso bis 400. Wenn das der Ansatz ist, kann man selbst das halt natürlich noch rechtfertigen, aber für meinen Geschmack, vor allen Dingen jetzt hier fürs Webinar, wäre es halt ein bisschen too much. Ne? So, ich guck mal hier die Kommentare durch, das ist ja echt voll. Zahlen besser als erwartet, ja, das ist dann wieder die Interpretationssache. Ne? Weil ich gucke ja irgendwie, das hat auch schon den einen oder anderen hier gestört, so dass ich nicht auf die Zahlen eingehe, weil das für meine Begriffe halt wirklich nur irritierend ist. Ne? Weil es ist im Endeffekt, wie gesagt, mein Ansatz ist ein anderer. Mein Ansatz ist immer der, das dünne Volumen wird dazu genutzt,
Kundenmarktteilnehmer, die eben bei News den Markt bewegen, ihr in Anführungszeichen Bild vollzukriegen. Ja, und da halt mit relativ wenig Aufwand den Markt dorthin zu schieben, wo er halt nach deren Auffassung eben erstmal hingehört, damit es halt wieder interessant wird, mit größerem Volumen weiterzuhandeln. Und das Einzige, was bei News immer passiert, ist, dass das Volumen erstmal dünn wird. Das ist eine Sache, die ist bei News immer. Und was bei News nie funktioniert, ist ein logischer Ansatz. Ne? Zahlen besser als erwartet, Markt geht drauf, Zahlen besser als erwartet, Markt geht auch schon mal runter. Und dann heißt es nachher, ja, war schon eingepreist. Damit kann man ja nichts anfangen. Ne? Deswegen bin ich da halt immer ja, so furchtbar skeptisch, was das halt angeht. Ne? Also mit der Interpretation, vor allen Dingen im Daytrading. Also nicht mal irgendwie, also vielleicht ja, im Daily oder so kann man das mit einbeziehen, aber auch da, ne, da kommen dann, wenn es dann nachher dann doch nicht so war, dann heißt, naja, war schon eingepreist oder naja, das waren ja doch noch die Zinsen und so weiter. Kommen immer irgendwelche Erklärungen und ich finde es immer sehr, sehr verwirrend. Ne? So, ich gucke mal hier durch. Also einer hat oder eine hat irgendwie Verluste wieder drin durch den Trade eben. Das freut mich natürlich, dass ich da halt so ein bisschen helfen kann. Und ganz, ganz viele hier, die sich bedanken für die zahllosen Punkte. Das finde ich natürlich klasse. So, und hier unten, wenn ich irgendwas übersehe, ich bin ein schlimmer Finger, kriege ich ja auch gesagt. Das ist okay. So, alright. So, also, dann gucken wir jetzt mal noch schnell, was der Markt jetzt zur Kassaeröffnung machen könnte. Also eigentlich ist das nichts anderes als das, was ich vorhin schon beschrieben habe. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal so ein bisschen Rückendeckung von der Unterseite. Also wenn die Stunde jetzt auch noch hier oben in Long schließt und dann hier so ein Hammer Hangman oder was auch immer dann in den Markt stellt oder auch nicht, auch wenn der nur hier schließt, ja, wird das wahrscheinlich schon dazu führen, dass das da unten erstmal in Ruhe gelassen wird und dass der Markt tatsächlich dann halt hier wohl raufdrückt. Ne? Ist natürlich klasse, wenn man jetzt hier unten irgendwie seinen Long irgendwie schon aufgebaut hat, dann zieht man jetzt halt den Stop irgendwo hier ein bisschen drüber und guckt das Ganze mal in Ruhe an. Hängt für meine Begriffe wahrscheinlich aber schon so ein bisschen davon ab, wie die Stunde jetzt schließt. Ja? Weil klar, das sind irgendwelche Algos dahinter und die reagieren und man sieht einfach deutlich, dass die Algos halt anders reagieren, wenn eine Stunde in grün schließt, wie wenn sie in rot schließt. Und das heißt, deswegen wäre es schon gut, wenn wir hier drüber schließen, über diesem High bei 32,4 an der Stelle und dann kann der Markt relativ einfach da oben direkt auch hinlaufen zur Kassaeröffnung. Also die ist ja in 40 Minuten, das heißt, hat auch irgendwie die halbe Stunde vorher noch ein bisschen Zeit, sich da aufzubauen und ein bisschen tricky wird es wahrscheinlich hier in dem Mittelfeld von dieser langen Abwärtsbewegung und hier oben muss man dann halt mal sehen. Ich glaube, wie gesagt, nicht, das ist aber jetzt erstmal nur eine Vermutung, dass wir so einfach wieder da oben drüber laufen werden. Ne? Dazu müsste man sich dann auch mal den, ich weiß nicht, warum das hier nicht aktualisiert, das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber ich habe da letztens irgendwie am Server was umgestellt und deswegen muss ich mir nachher nochmal angucken. Also weil ihr habt die Pfeile wahrscheinlich bei euch auch nicht, ne? Und hier die rote Zone, die ich da vorhin eingezeichnet habe, weil ich habe es ja nämlich tatsächlich nicht. So, das heißt also hier rauf und ab da oben muss man halt mal gucken, ob das dann so einfach short geht. Also ich wäre schon ein Freund davon, dass das halt hier, weil das generell ja der Ansatz ist, den ich gerne verfolge, ja, dass halt ehemalige Supports wie an der Stelle, dass die zu Widerständen werden. Das heißt, dass wir hier das Bild voll machen und dann halt eben runterfallen. Erstmal. Ja. So, das heißt, im Weekly gucke ich mir das mal da an, ob wir da irgendwas sehen, weil wir haben ja heute Freitag. Das heißt, die Woche geht zu Ende. Da sieht man halt auch, ne, hier unten, der SMA20 ganz profan. Das heißt, der zeigt nach oben, vorausgesetzt aber auch nur, dass die Woche hier oben schließt. Das heißt, er ist noch relativ frisch. Auch da könnten wir eigentlich, mal gucken, wo die 31.000 da halt liegt. Ja, die ist so ein bisschen tief eigentlich, ne? Aber wäre im Endeffekt, also wenn wir hier in dem Bereich kommen, wäre es nicht viel mehr als irgendwie der Test von der Vorwoche, ne? Wäre schon denkbar. Also, aber reicht auch im Zweifelsfall, wenn das nächste Woche kommt. Also generell würde ich schon noch mal gerne hier irgendwo in den Bereich mal da runter gucken und mal sehen, ob das Ganze hält. Aber das muss jetzt natürlich nicht heute kommen. Das heißt, die Woche ist wahrscheinlich auch damit zufrieden. Oder die Woche würde natürlich gerne auch noch mal
über diese Abwärtswoche schließen, genau wie letzte Woche. Das heißt, wir könnten schon Tendenzen nach oben haben, muss aber nicht sein, weil das hier, und da bin ich ja auch immer ein Freund davon, das ist ein Außenstab hier an der Stelle, ne? Und das heißt, da sieht man es jetzt besser. Das heißt, es reicht auch, wenn der innerhalb dieser Bewegung irgendwo schließt, weil es hat einfach keine Aussagekraft. Und die hätte es erst dann, wenn wir drunter schließen, also irgendwo hier unten in dem Bereich. Und das glaube ich eher weniger. Was aber absolut plausibel und erlaubt ist, ist halt eben ein Spike darunter, der dann nochmal zurückkommt. Und bei der Daily sieht das Ganze so aus, da hängen wir einfach auch nur in der letzten Aufwärtsbewegung hier drin. Ja, das sieht man immer recht gut, wenn man halt die Außenstäbe drin hat. Was ja beim Live-Chart auch in der Form von einem Add-on mit dabei ist, dem Priax-Add-on. Und das heißt, da wäre es ebenfalls völlig in Ordnung, einmal da rein zu dippen, zumindest mal halt hier in diese Zone, ja, wo dann halt auch hier SMA 20 im Daily käme, und dann halt wieder irgendwo darauf ziehen. Also, ne, nicht so wahnsinnig übersichtlich heute. Wie gesagt, mir fehlt sowieso hier oben der Bereich. Und ob da nachher noch genug Motivation ist, den Markt da runter zu schleudern und nochmal zurück, das wird man dann halt sehen müssen. Aber sollte er es machen, sollte er hier oben deutlich reagieren, in dem Bereich von der 32, 300, 350, 330 deutlich und dann auch nochmal zur Eröffnung laufen, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass wir das hier unten dann auch mal eine Runde sehen werden. Ne? So, viel mehr. Also, ich bin ja immer, ich lege mich ja gerne fest. Und sage, so, das ist halt irgendwie hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Also die einzige, die ich momentan halt tatsächlich sehe, ist, dass wir halt eben da oben in den Bereich reinlaufen, ne? Also hier auf Stunde. Und weiter halte ich für ein bisschen unseriös, wenn ich mich da jetzt irgendwie zu sehr festlegen würde, weil man sieht ja schon hier unten, da ist erstmal nichts zu holen, ja. Und was sollte den Markt jetzt bewegen noch, ja, außer die krasse Eröffnung, ob die dann reicht? Diese ganzen Supports da jetzt da halt unten einfach wegzukloppen. Deswegen, so, also die Bewegung plausibel, alles weitere muss man sich wirklich angucken. Also da darf mir dann auch keiner böse sein, wenn ich da jetzt nicht wie sonst nochmal ein bisschen klarere Einschätzung gebe, aber mehr sehe ich halt nicht. Was mich auch mal angucken kann, ist den Euro, ja. Den habe ich schon lange, lange, lange nicht mehr bei den NFPs drin gehabt. Aber da sieht man auch zum Beispiel im Daily, also ich bin jetzt nicht so der Formationshändler, ja, aber was eine Flagge ist, weiß ich auch. Und da sieht man halt relativ deutlich, dass der hier unten halt flaggt im Daily. Das heißt, aber auch das hat natürlich noch im Zweifelsfall einen Tag Zeit. Das heißt, der drückt ganz gewaltig hier auf der Unterseite rum, was mich hier aber halt viel, viel mehr beeindruckt. Und was ich auch letzte Woche schon geschrieben habe, ist hier diese Außenstabsgeschichte im Weekly, ne? Hier oben abgeprallt am 20er. Letzte Woche und von da kommen wir einfach gerade wieder runter. Ne? Das heißt, der ist ganz schön risky und könnte nach unten wegbrechen. Aber hat er jetzt auch zu den NFPs ja nicht gemacht, weil das wäre ja auch eigentlich eine Einladung gewesen, da unten einmal durchzuschießen, aber der hält sich erstmal. Und das aber nur am Rande. So, also die Stunde hier, ne, drückt sich nach oben durch, versucht gerade auch irgendwie, wie erwartet, hier oben drüber zu schließen, in grün das Ganze, ne? Am besten über der 244. Ne? Also Triggerlinien heißt immer, schließt drüber, läuft weiter rauf, schließt runter, dauert noch einen Moment oder geht erstmal wieder runter. Und da wir hier gerade die Richtung nach oben haben, würde ich hier den Trigger, ist mein Internet noch da? Ja. Würde ich hier den Trigger tatsächlich nach oben sehen. Das heißt, wenn wir hier oben irgendwo schließen, müssen gar nicht mal über der Stunde davor schließen. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendwie 15 Uhr, um 14 Uhr direkt einen Ruck nach oben. So, und das heißt auch, wenn jetzt jemand hier long noch drin ist, ja, braucht man den Stop nicht wirklich weit wegzuziehen. Ja. Also ich würde nicht die ganze Strecke hier nochmal aushalten wollen. Da wäre dann halt wirklich mein Rat, drüber nachzudenken, ja, also keine direkte Empfehlung, aber mein Rat, drüber nachzudenken, ob es denn nicht reicht, unter der Eröffnung von diesen 3 Stunden den Stop irgendwo hinzusetzen, ne? Also in dem Bereich hier muss reichen. Bei 146, der muss nicht nochmal irgendwie 300 Punkte nach unten wegkippen. Ne? Aber jetzt gerade mal gucken, ob der Trigger hier passt. Also ich sage ja, wie gesagt, über 244 gibt einen Ruck nach oben. Entweder das oder holt maximal sogar nur die 244 hier ab und zieht dann halt weiter bis zum ersten Punkt, wo er eigentlich hin muss, nämlich die 331. So, weil das ist halt das nächste.
die nächste Anlaufstelle, ne? Also hier oben, die macht er jetzt möglicherweise sogar auch sofort. Das heißt, hier jetzt direkt nach Impuls in der Stunde auf die 331 und dann muss man halt sehen. So, aber generell glaube ich, kann ich da ganz zufrieden sein. Ich hoffe, ihr seid es auch und dass die Erklärungen soweit ja dann doch gepasst haben. Ne? So, und ich finde es immer so lustig, weil ich da vorhin, wie gesagt, auch gelesen habe, so, ja, dann hat der Dirk, der Heiko hat es geschrieben, die Fallhöhe für seinen Short. So einfach ist es dann halt doch immer nicht. Ne? Da muss man halt schon ein bisschen genauer hingucken. Und aber solange es passt, ist doch alles fein. Gut, so, kurze Rede, langer Sinn oder lange Rede, knackiger Sinn. Ich würde sagen, wir können hier dicht machen. Ist eigentlich erstmal auch alles gesagt. Ich habe auch tatsächlich Hunger und ich bin auch immer ein Freund davon, von irgendwie nicht allzu ausgedehnten Webinaren. Und wenn es jetzt auch gerade nichts irgendwie Neues gibt und auch alles soweit erstmal funktioniert hat, und dann muss man es auch nicht ganz lange irgendwie hinziehen. Alright, so, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da gewesen seid, so zahlreich. Und natürlich freue ich mich nochmals ganz besonders, dass halt dann doch viele mitgegangen sind und halt hier ordentlich auch Punkte einkassiert haben. Und ja, freue mich natürlich immer auch über die ganzen Kommentare. Und wenn ich hier nicht nur alleine, ja, Annette, bitte bleib. Und wenn ich hier nicht nur alleine vor mich hinrede, sondern auch so ein bisschen Feedback komme und dann so ein bisschen drauf eingehen kann. Dann macht das natürlich auch viel, viel mehr Spaß. Meine Kopfschmerzen sind jetzt auch weg. Ich bin vorhin gestartet mit Kopfschmerzen. Aber gute Laune ist ja bekanntlich die beste Medizin und die hat auch heute geholfen. So, lieber Florian, du hast ja gern das letzte Wort. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir. Immer. Gut. Hast du dich verschluckt gerade? Nein, 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 nein. Alles gut. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Super Webinar, auch an die Teilnehmer. Super, dass sie so zahlreich da waren und dem Dirk so viel Lob ausgesprochen haben. Lief ja ganz gut heute. Und von daher würde ich sagen, Dirk, dir gleich guten Hunger, ne? Danke, danke. Und allen anderen wünsche ich ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Und am Dienstagmorgen habt ihr das Vergnügen mit dem Dirk und mit dem Nelson zusammen im Live-Trading zur Börseneröffnung. Von daher, gesund bleiben, Positionen im Auge behalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.